Sebastian, hey. Hi. Frau Dröge, diese Verträge, die müssten so schnell wie möglich raus, ja? Also. Ich brauche einen Anwalt, dringend. Weil du der beste Jurist bist, den ich in der Stadt kenne. Ist was passiert? Ja. Ich bin erledigt. Ich werde mich auf jeden Fall drum kümmern, aber ich habe jetzt leider einen Termin. Sebastian, ich brauche jetzt einen Anwalt sofort. Sonst ist es vielleicht zu spät. Holly, jetzt beruhigen wir uns erstmal, ja? So eine Anzeige wegen Abgabe von Spirituosen an Minderjährige ist natürlich keine Kleinigkeit, aber die Gaststättenerlaubnis, die werden sie dir so schnell nicht entziehen. Doch, das werden sie. Ich stehe beim Ordnungsamt sowieso schon auf dem Index, weil Tristan damals unbedingt in der Kneipe pokern musste. Frau Dröge, könnten Sie meine Termine bitte um 1,5 Stunden verschieben? Mach ich. Danke. Komm. Der Vorwurf der Unzuverlässigkeit ist einfach nicht haltbar. Ja, natürlich ist mein Mandant bereits einmal verwarnt worden, aber er hat sich doch seitdem wirklich an alle Auflagen Ihres Amtes gehalten. Hm? Außerdem haben doch diese beiden Vorfälle, von denen wir hier reden, egales Glücksspiel und Alkoholausschank, überhaupt nichts miteinander zu tun. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Herr Sabel weder damals noch gestern persönlich anwesend war. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Mir liegt es doch auch fern, das Ganze hier irgendwie runterzuspielen. Aber Entzug der Gaststättenerlaubnis? Damit würden Sie dem Herrn Sabel seine Existenzgrundlage entziehen. Und das ist doch überhaupt nicht gerechtfertigt. Vorschriften sind Vorschriften. Tut mir leid, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich gebe ja zu, da ist gestern einiges schiefgelaufen, aber wollen Sie deswegen wirklich gleich den ganzen Laden schließen? Meine Existenz zerstören, einfach so? Ich erfülle alle Ihre Auflagen, ich zahle jede Strafe, aber lassen Sie mir meine Konzession, bitte.